auf Europort 1 mit einem kleinen süßen Video wieder. Und zwar ist heute Samstag, der 23. September. Und heute findet in Hamm das Nachfolgeevent vom Sexy Cars vom letzten Jahr in Hannover statt. Und da fahre ich heute hin. Wenn ihr Lust drauf habt, dann begleitet mich doch einfach auf dieser Tour. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zur Zeche Heinrich Robert und dort findet das Event statt. Das Ganze ist in Hamm und das ist für mich als Roboter 1 natürlich ein Heimspiel hier. Es sind nämlich genau 50 Kilometer von meinem Wohnort aus, deshalb kann ich heute mal entspannt losfahren ohne Laden und bin jetzt gegen 8:45 losgefahren und komme dort, ich gehe von außen um 10 Uhr an. Ist heute Morgen schon wieder ein kleines Malheur passiert. Ich wollte noch eben schnell Tickets lösen. Eigentlich wollte ich die dort vor Ort kaufen, aber das wird wahrscheinlich hektisch werden. Und ich bin natürlich auf die Seite gegangen, habe das Ganze dann ausgefüllt, habe das Ganze dann mit PayPal bezahlt und dann Abbruch. So ein, hätte ich fast gesagt. Jetzt habe ich erstmal 25 Euro bezahlt mit Parkplatzgebühr und muss mal gucken, ob ich da überhaupt mit... Das war ein Rebhuhn. Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Sorry, ich mache einfach weiter. Der ist aber weitergeflogen. Gott sei Dank. Schon Schreck am Morgen. Ich lasse das einfach drin oder schneide raus, weiß ich noch nicht. Ja, jedenfalls habe ich nur den Beleg von PayPal hier. Und mit dem muss ich jetzt versuchen, mich da an den ganzen Sicherheitsposten natürlich vorbei zu navigieren. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns nachher auf diesem tollen Event mit den vielen YouTubern und vor allen Dingen mit euch da draußen. Und wenn der Kona-Fahrer Uwe dabei ist, hallo Uwe, grüß dich, dann habe ich nämlich deine Wallbox dabei. Dann kannst du die gleich mit einsacken. Wenn nicht, dann schicke ich sie dir am Montag direkt raus. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns auf dem Event. Bis dann, Europort 1. Und, wie sagt man hier im Ruhrgebiet und gerade jetzt in Hamm auf der Zeche, Glück auf! Riesenstau dann geben, kurz vor der Zeche. Aber ich schaue mir das mal mit euch zusammen an. Ja, ich stehe jetzt hier in der langen Schlange. Fast ausschließlich Tesla-Fahrzeuge. Ein paar andere auch zwar, aber boah, das sieht hier mächtig danach aus, dass man hier ein bisschen lange warten muss. Ja, definitiv. Und die sind gerade alle von der Hauptstraße abgebogen. Und ich gehe fast davon aus, dass da jetzt ein Riesenstau entsteht. Und ja, das wird hier sportlich gleich. Ne? Ihr geht gerade mal...
Zeche lässt grüßen. Guckt euch das mal an hier, das ganze Gelände. Hier parken die ganzen Autos. Mieten auf der Zechenhalde, so wie das sein soll. Ja, Glück auf, da bin ich wieder. Und ich bin jetzt hier vor Ort. Und ich muss sagen, bis jetzt Chaos. Die Autos stehen bis in der Stadtmitte, möchte ich fast sagen. Das ist unglaublich. Und ja, 10 Euro für ein Stück Halde. Finde ich auch einen sportlichen Preis für den Parkplatz hier. Das ist ja nichts weiter als ein Stück Halde und Dreck hier. Und in Hannover war es berechtigt. Gut, Messegelände etc. pp. Aber hier, alter Schwede, da sind die natürlich sehr sportlich. Vom Preis her gesehen. Also, ich gehe jetzt rüber und...
Freunde der gepflegten Elektromobilität. Ich verlasse heute vorzeitig den Ort, weil ich muss ganz ehrlich sagen, es war zwar schön, aber letztes Jahr in Hannover war das irgendwie weitläufiger, irgendwie alles trotz alledem gebündelter, alles zusammen gewesen. Und man vergleicht das halt eben auch mal damit. Ich habe viele Bekannte getroffen, auch zwei, drei, die wie ihr draußen meinen Kanal abonniert habt. Und ja, ich bin jetzt mit einem gemischten Gefühl, fahre ich jetzt nach Hause. Ist ja nicht weit. Und lass den Tag heute mal Revue passieren. Die Beiträge waren nicht so spannend, wie sie schon mal waren. In Hannover war eben diese gigantische Bühne gewesen. Das war richtig schön groß. Man war immer unter den Menschen. Diesmal war so ein Zelt da, der Ton war miserabel. Ja, und es war gedrungen, etwa stickig. Also so schön war es leider Gottes nicht gewesen. Einige gute Beiträge, auch die von Holger Laudelei waren wieder Töfter. Der haut ja immer einen raus. Das hat Spaß gemacht. Auch von Carmeniacs und vom Alex, die Diskussionen da oben, die waren super interessant. Das hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt ist aber auch genug und ist eigentlich schade. Mein Fazit ist eben, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, ich hätte es mir sparen können. So weit will ich nicht gehen. Aber es war jetzt nicht der Brüller gewesen. So, und in diesem Sinne fahre ich jetzt ganz gemütlich nach Hause. Und vielleicht schneide ich das gleich noch fertig und setze es online. Wichtig ist, dass der Ruhrpott Heinz um 20.30 Uhr dann das Schalke-Spiel nicht verpasst. Denn die Schalke sind diesmal in St. Pauli und dann gibt es ein Feuerfest. Ach, da kommen die ganzen WhatsApps wieder rein. Ja, und wenn euch dieses kleine Video gefallen hat von dieser schönen Veranstaltung, dann lasst doch einfach einen Daumen hoch, ein Like da und im schlimmsten Fall dürft ihr auch den Kanal abonnieren. Habe ich überhaupt nichts gegen. Haut mal einen raus und ich peile jetzt die 1300 Euro an. Das schaffe ich eigentlich nur, wenn ihr da draußen mitmacht. Ihr, die am Gucken seid, aber noch nicht den Mut gefasst haben. Diesen Button, da steht Abonnieren dran, da müsst ihr draufklicken. Dann landet ihr immer wieder bei mir, wenn ich mal was zu sagen habe oder wenn ich auch nichts zu sagen habe. In diesem Sinne wünsche ich euch ein super Wochenende. Glück auf und seid mir nicht böse. Sieg für Schalke. Bis dann.